Hallo, Freunde der Filmunterhaltung, und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Tarot, tödliche Prophezeiung. In diesem Film geht es um eine Gruppe von Jugendlichen. Und zwar geht es um Paige, gespielt von Avanika Oh, Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die kennt man zum Beispiel aus Mean Girls. Dann gibt es noch Jacob Ballaton, der spielt den Paxton. Ja, den kennt man natürlich als Sidekick von den Spider-Man Filmen. Dann Elise, gespielt von Larson Thompson. Die kennt man zum Beispiel aus Pearl. Dann Lucas, gespielt von Wolfgang. Novograds Den kennt man aus Feel the Beat Haley gespielt von Harriet Slater Die kennt man zum Beispiel aus, em aus ähm, Emily und der vergessene Zauber. Dann haben wir noch Madeleine, gespielt von Humberry Gonzales. Die kennt man zum Beispiel aus Utopia Falls. Und noch ein paar andere Charaktere, die jetzt alle hier aufzulisten, das wird jetzt ein bisschen zu weit gehen. Diese Clique trifft sich in einem verlassenen Haus, um, ja, mit Tarotkarten zu spielen. Und, ja, man, es gibt so eine Regel, man nimmt keine Tarotkarten von anderen, aber, naja, wie es halt so ist, kümmert sie nicht, machen sie trotzdem. Und das entwickelt sich zu einem fatalen und fatal und sehr heftigen Fehler. Denn diese ganze Sache, denn sie wollten in die Zukunft gucken, geht absolut nach hinten los. Ja, was sich eigentlich nach einem extrem spannenden und extrem interessanten Horrorfilm mit komödialischen Elementen anhört. Wird ab einer gewissen Stelle des Films einfach nur noch anstrengend. Denn ab einer gewissen Stelle des Films, man kennt es ja in so einem Film, da kommt ein so ein Geräusch und man hat einen Jumpscare. Und bei diesem Film, ab einer gewissen Stelle, übertreiben sie es maßlos. Sowas von, dass ich irgendwann keinen Bock mehr auf den Film hatte. Man konnte wirklich die Augen zumachen und dann 3, 2, 1, man hört das Geräusch, Jumpscare. 3, 2, 1, man hört das Geräusch, Jumpscare. 3, 2, 1, man hört das Geräusch, Jumpscare. Man hatte das Gefühl, man hatte dann so 5 oder 10 oder noch mehr Minuten fast alle 10, 20 Sekunden Jumpscare drin gehabt. Das war so ein krasser Overload von Jumpscares, wo ich mir nur gedacht hatte: Ey, eigentlich hat der Film mal ganz interessant angefangen, aber jetzt ist mir der Film absolut scheißegal. Ich hoffe, der Film ist bald zu Ende. Also, da haben die ab einer gewissen Stelle des Films den Film komplett zerstört. Also, es hat mir irgendwann überhaupt gar nicht mehr gefallen. Ich hatte nur noch das Bedürfnis gehabt. Sagt mir jetzt endlich, wie es zu Ende geht, wer jetzt noch irgendwie überlebt, damit ich endlich aus diesem Film gehen kann. Also da hat man wirklich einen tollen Film komplett vor die Wand gefahren. Also da hat man, ich weiß nicht wieso, warum, weshalb, irgendwas komplett falsch gemacht. Man hatte so vieles eigentlich gut gehabt. Man hatte echt gute Schauspieler gehabt. Man hatte eine interessante Story gehabt, die ja sogar noch auf einen Roman basiert, und zwar auf den Roman Moment, das hatte ich hier stehen gehabt. Und zwar auf den Roman Horrorscope von Nicholas Adams. Darauf basiert dieser Film. Aber ich glaube, das ist mal wieder so ein Film, wo man sich vielleicht besser das Buch lesen sollte, anstatt sich den Film anzugucken. Denn was man hier veranstaltet hat, war ja echt nicht gut. Also da hat man wirklich so viele Sachen nicht gut gemacht, wo ich mir dann hinterher gesagt habe: Joa. Also selten Film gesehen, der eigentlich recht spannend angefangen hatte und den man dann komplett, komplett vor der Wand gefahren hat. Und ähm, ach ja, das Buch übrigens im Deutschen heißt es nicht Horoskop, sondern auch tatsächlich ähm, Tarot tödliche Prophezeiung. So heißt auch das Buch von Nicholas Adams. Aber ja, wie gesagt, man sollte vielleicht besser den Film nicht gucken, sondern vielleicht sollte man besser das Buch lesen und sich seinen eigenen Film im Kopf machen. Aber welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung! Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator: T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos. Und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt ihr frei wählen. Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. So, da sind wir wieder. Ja. Tarot, tödliche Prophezeiung oder auch... Tarot, hoffentlich gehen euch bald die Karten aus. Ein Film, der eigentlich ganz gut angefangen hat, aber dem man dann irgendwann... Mit Jumpscares sowas von überflutet hat, dass ich einfach überhaupt keinen Bock mehr auf den Film hatte. Es war dann einfach zu viel. Man hat dann einfach wenig Story genommen und einfach mehr Jumpscares, Jumpscares, Jumpscares. Und es hatte dann einfach überhaupt nichts mehr gehabt, womit man mich irgendwie catchen konnte. Ja, so viel dazu. Was kann man dem so einen Film geben, ey? Oh, weil eigentlich schauspielerisch war es gut, soundtechnisch war es auch gut gewesen, die Musik hat auch gecatcht, aber man hat den Film dann einfach absolut sehr stört. Ja, was eigentlich sehr schade ist, aber ja, komm, so zwischen zwei bis drei Totenköpfe gebe ich jetzt den Film mal, weil Mehr hat er jetzt wirklich nicht verdient. Vielleicht hätte er vielleicht sogar noch weniger verdient, aber mehr definitiv nicht. Ja, das war die Filmbewertung zu Tarot tödliche Prophezeiung. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten abonnieren und liken nicht vergessen. Sonst bleibt mir nur noch zu sagen, bis dann.